Rafiki und willkommen zum neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Im Video heute zeige ich dir, wie ich meine Haare wasche bzw. eine Haarroutine. Und ich werde noch ein Produkt testen, was ich vor kurzem gekauft habe. Und am Ende sage ich dir, ob es empfehlenswert ist und ob ich das Produkt überhaupt mögen werde. Ich brauche am Anfang ein Haaröl und hier benutze ich meine Do-It-Yourself Rosmarinenöl. Ein Video, wie ich das gemacht habe, werde ich in der Infobox verlinken, dann kannst du einfach vorbeischauen. Und das Öl trage ich auf meine gesamte Kopfhaut und dann wird meine Kopfhaut massiert. Haarwurzeln werden durchgeblutet. Und dadurch wird auch das Haarwachstum angeregt und letztendlich die natürliche Bilanz der Kopfhaut wird wiederhergestellt. Ein Pre-Poo ist etwas, was ich immer mache beim Haare waschen. Aus zwei Gründen. Erstens, ich will, dass ich meine Haare leicht entwirre und zweitens, dadurch, dass ich Sulfate-Shampoo beim Waschen benutze, dann werden meine Haare nach dem Shampoo nicht so trocken. Und natürlich mein Problemzone nicht vergessen. Ich habe nach der Geburt so viele Haare verloren. Und natürlich meine Problemzone nicht vergessen. Ich habe so viele Haare nach der Geburt verloren, was ganz normal ist, wenn man ein Baby bekommt. Und mein Problemzone, wie man schon im Video sehen und erkennen kann, ist mein Haaransatz. Und das Öl zeige ich auch auf meine Haare sowie meine Haarspitzen. An dieser Stelle versuche ich ganz leicht zu entwirren, wenn es möglich ist, weil je nachdem, wie meine Haare offen waren, es kann sein, dass sie so viel gestrumpft haben. Daher ist es ein Pre-Poo sehr wichtig, damit ich später die Haare leicht entwirren kann. Nachdem ich das Öl auf meinen Kopfhaut sowie meine Haare aufgetragen habe, werde ich einfach eine Duschhaube auftragen und das bleibt auf meinem Kopf für mindestens eine halbe Stunde und eine Duschhaube funktioniert einfach als Katalysator, wird Hitze produziert und ja. Und nach 30 Minuten oder ein paar Stunden später, je nachdem wie mein Tag aussieht, dann werden die Haare entwirrt. Wir haben mittlerweile am nächsten Tag und ich habe meine aufgegossene Öl die ganze Nacht ziehen lassen. Ich habe eine Duschhaube gezogen, aber dieses Bund war mir zu eng. Deswegen habe ich einfach entschieden, eine Tüte zu nehmen, eine Mülltüte. Das habe ich auf meinen Kopf gebunden und dann habe ich einfach eine Mütze, damit es Hitze produziert, damit ich am nächsten Tag die Haare ganz leicht entwirren kann. Und wie man schon sehen kann, ich habe schon ein paar Partien entwirrt und jetzt kann ich dir die anderen zwei letzten Partien zeigen. Die Partien sind nicht so perfekt, müssen auch nicht perfekt sein. Und ich habe versucht, dass ich die Partien aufteile, genau wie ich meine African Threading mache. Auf dieser Seite habe ich vier Stück und auf der anderen Seite sind vier Stück. Partien helfen normalerweise, um die Haare besser zu entwirren. Seitdem ich eine bestimmte Länge habe, ich wasche meine Haare nur in Partien und dadurch werden meine Haare nicht untereinander verfilzen. Und zweitens, dadurch, dass ich fuzzy Haare habe, sie schrumpfen so viel, wenn sie im Kontakt mit irgendwelcher Feuchtigkeit kommen. Deswegen versuche ich, dass ich erstmal ein Pre-Poo mache und bei mir Pre-Poo kann auch 14 Minuten dauern. Aber jetzt nach der Geburt, dadurch, dass ich ein bisschen Haarausfall habe, dann lasse ich mein Öl ein bisschen länger ziehen. Und ich werde jetzt die letzten zwei Teile zeigen, zwei Partien zeigen, wie ich das gemacht habe. Meine Haare sind nicht so trocken. Wenn die Haare etwas trockener sind, kann man ein bisschen Leave-in Conditioner benutzen oder ein bisschen Wasser. Auf jeden Fall Feuchtigkeit. Und ich versuche das mit
meine Finger zu entwirren, damit ich die ausgefallenen Haare rausnehme. Und wenn ich jetzt mit einer Partie fertig bin, dann versuche ich das zu flechten. So perfekt Twist machen, aber es ist auch okay. Am Anfang, ich konnte keine Twist machen, war mir zu schwer, deswegen habe ich einfach diese Clips benutzt. Nach dem Entwirren habe ich einfach die Haare aufgedreht und einen Clip benutzt, um das festzuhalten. Und dann unter der Dusche habe ich einfach einen Clip weggenommen und die Haare gewaschen. Und jetzt werde ich diese letzte Partie entwirren, dann kann ich dir meine nächste Tipp erzählen. Jetzt bin ich fertig mit meinen Partien und ich kann unter die Dusche springen und meine Haare waschen. Wenn ich jetzt merke, dass ich so viel Build-up habe, je nachdem welche Produkte ich unter der Woche benutzt habe, dann nehme ich einfach so eine kleine Sprühflasche. Hier war damals eine Make-up-Fixing-Spray. Nachdem das leer war, habe ich einfach das aufbewahrt. Und ich nehme einfach diese Sprühflasche, ich mache ein bisschen Shampoo rein und ein bisschen Wasser, damit mein Shampoo etwas dünnflüssiger wird. Dann sprühe ich das nur auf meine Kopfhaut. Nicht so viel, nicht dass es jetzt auf mein ganzes Gesicht jetzt tropft und fließt. Sprühe das nur auf meine Kopfhaut, je nachdem wie ich meine Partien aufgeteilt habe. Sinn der Sache ist, dass dieser Schmutz auf meine Kopfhaut auflöst, bevor ich unter der Dusche springe. Ich will nicht so lange unter der Dusche stehen müssen. Deswegen versuche ich das außerhalb der Dusche zu machen, nur wenn ich merke, dass ich jetzt so viel Build-up habe. Und es hilft auch, dass ich nicht so viel Wasser verschwende, weil ich will auch nicht so frieren müssen. Das war ein Tipp von mir und heute werde ich dieses Shampoo von Garnier benutzen. Und für diejenigen, die meine Braids Video geguckt haben, ich denke, ich habe dieses Shampoo hier benutzt. Und später, nachdem ich meine Haare gewaschen habe, dadurch, dass ich vorhabe, Braids zu machen, werde ich ein bisschen Protein Treatment machen. Und als Protein Treatment werde ich dieses Produkt hier versuchen. Beziehungsweise ausprobieren. Ich habe dieses Produkt noch nie benutzt, aber die Ingredients gefallen mir. Sie sind jetzt nicht so schlecht oder dramatisch. Manchmal benutze ich ein Kamm, um meine Kopfhaut zu massieren, wenn ich keine Lust habe, meine Finger zu benutzen. Ich benutze das hier von der Drogerie zu finden und ich finde es super. Wie ich das mache, ich nehme einfach meinen Kamm und ich platziere auf eine Stelle und ich versuche das zu massieren. Und jetzt springe ich ganz schnell unter die Dusche und wir sehen uns gleich. Nach dem Shampoo mache ich immer eine Haarmaske bzw. eine Deep Conditioner. Aber hier benutze ich eine Haarmaske, dadurch, dass ich auch vorhabe, eine langfristige Protective Style zu machen bzw. Braids zu machen. Dann ist es notwendig, dass ich meine Haare mit die genug pflege, wo sie noch offen sind. Beim Protein Treatment ist es sehr wichtig, dass man nicht übertreibt. Und je nachdem, wie deine Haare sind, es kann sein, dass es auch erforderlich ist, später eine Haarmaske zu benutzen, um das Komplette auszuspülen. Weil dadurch können auch die Haare brechen. Und ich trage meine Proteinmaske auf meine Haare, nicht auf meine Kopfhaut. Und ich fange von meinen Haarspitzen Richtung Haarwurzeln. Und nachdem ich fertig bin, dann einfach eine Duschhaube und meinen Halter machen. Für mindestens 15-30 Minuten. Manchmal kann es auch länger werden, je nachdem wie mein Tag aussieht. Ein paar Stunden später kann ich mein Protein Treatment jetzt ausspülen und nach dem Ausspülen werde ich noch ein Deep Conditioner benutzen. Und für diejenigen, falls du verpasst hast, ich habe diese Maske hier getestet. Das ist das erste Mal, dass ich sie benutze und bevor ich ausspüle, würde ich dir gerne zeigen, wie meine Haare jetzt aussehen. Ich habe einfach die Maske auf alle meine Partien aufgetragen und First Impression, ich bin wirklich überzeugt. Meine Haare fühlen sich wirklich super, super, super. Meine Locken sind kaum zu sehen, aber nachdem ich die Maske getragen habe, konnte ich ein bisschen
Locken sehen. So sieht das Ganze aus. Und ja, jetzt kann ich meine Haare ausspülen und wir sehen uns gleich. Als Deep Treatment werde ich einfach das hier als Spülung benutzen, nachdem ich meine Protein-Maske ausgespült habe. Die Maske bekommt ein Plus von mir. Und als nächstes kann ich dir sagen, wie es sich anfühlt, nachdem ich meine Haare ausgespült habe. Ja, bis gleich. Und hier werde ich meine Maske ausspülen. Und ich mache das immer kopfüber, weil beim Shampoo bin ich unter der Dusche. Beim Maske ausspülen mag ich einfach Kopf drüber, weil es auch schnell geht. Und dadurch, dass ich eine Proteinmaske benutzt habe, ist es sehr wichtig, dass ich das komplett ausspüle, dass ich keine Rückstände habe, weil dadurch können auch die Haare brechen. Es ist auch wichtig, dass ich hier eine Deep Conditioner benutze bzw. eine Maske benutze, um das komplette auszuspülen bzw. eine Spülung. Und die Spülung, die ich benutze, ist das hier, was ich im Video gezeigt habe, einfach von Garnier. Einfach auf die Haare auftragen, ein bisschen wirken lassen, 5 Minuten wirken lassen und das komplett ausspülen. Und letztendlich, und das mag ich seit Jahren, wenn ich fertig bin mit dem Ausspülen, ich nehme einfach hier meinen Behälter mit destilliertes Wasser und 2-3 Esslöffel Apfelessig. Apfelessig, weil das Wasser aus unserer Leitung so viel Kalk enthält und das Wasser im Behälter ist etwas kalt, und aber nicht so kalt, damit ich auch meine Haarfollikeln schließe. Nach dem Ausspülen benutze ich meine Skitowel, was ich zugeschickt bekommen habe. Und dann werden die Haare später gestylt, beziehungsweise ich mache immer African Threading. Es wird ein Video kommen, wie ich meine African Threading mache. Wenn ich jetzt hier machen würde, das Video wäre zu lang und das wollte ich natürlich nicht. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und ich würde mich natürlich freuen, wenn du es einen Daumen nach oben gibst. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich würde mich natürlich freuen, wenn du abonnierst. Und danke für das Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao und pass auf dich auf.